Dr. Said war ein muslimischer Arzt. Eines Tages war er einmal auf dem Weg zu einer wichtigen Medizinkonferenz in einer anderen Stadt, in der er eine Auszeichnung für eine kürzlich durchgeführte medizinische Forschung erhalten sollte. Er konnte seine Aufregung auf dem Weg zum Flughafen kaum unterdrücken und konnte es kaum abwarten. Eine Stunde nach dem Start des Flugzeugs kündigte der Pilot jedoch an, dass es ein Problem mit dem Flugzeug gibt und eine Notlandung in den nächstgelegenen Flughafen geplant sei. Als das Flugzeug dann gelandet war, lief der Arzt aus Angst, dass er es nicht pünktlich zur Konferenz schafft, an dem Informationsschalter vorbei. Am nächsten Schalter erklärte er, dass er zu einer sehr wichtigen Konferenz erscheinen muss und einen alternativen Weg finden muss. Man sagte ihm jedoch, dass sie nichts tun können, da für die nächsten 16 Stunden kein weiterer Flug zu seinem Ziel fliegen würde. Man schlug ihm aber vor, ein Auto zu mieten und mit dem Auto weiterzufahren. Sein Ziel lag nämlich nur noch 3 Stunden entfernt. Und da der Arzt keine andere Wahl hatte, stimmte er der Idee zu. Der Arzt mietete ein Auto und machte sich auf den Weg. Auf dem Weg änderte sich dann plötzlich das Wetter. Ein schwerer Sturm zog über den Himmel. Der strömende Regen erschwerte ihm die Sicht und er verpasste die Ausfahrt. Nach 2 Stunden Fahrt hatte er die Hoffnung verloren. Er fuhr im heftigen Regen auf einer verlassenen Straße, fühlte sich hungrig und müde. Er suchte verzweifelt nach Anzeichen von Zivilisation. Nach einiger Zeit stieß er dann endlich auf ein Haus. Verzweifelt stieg er aus dem Auto und klopfte an die Tür. Eine ältere Dame öffnete ihm die Tür. "Dürfte ich vielleicht ihr Telefon benutzen?" Sie erzählte ihm, dass sie kein Telefon und gar Strom habe, aber dass er willkommen sei, um etwas zu essen und etwas Warmes zu trinken. Hungrig, nass und erschöpft nahm der Arzt ihr freundliches Angebot an und ging hinein. Die Frau sagte ihm, er solle sich etwas zu essen und heißen Tee auf den Tisch bringen und entschuldigte sich dann, da sie ihre Gebete gerne zu Ende verrichten würde. Der Arzt saß also am Tisch und nippte an seinem heißen Tee. Er beobachtete die Frau im gedämmten Licht der Kerzen, als sie neben einem scheinbar kleinen Babybett betete. Jedes Mal, wenn sie ein Gebet beendet hatte, fing sie ein anderes an. Und sie schien in ihrer Dua sehr vertieft zu sein. Mit dem Gefühl, dass die Frau Hilfe brauchen könnte, ergriff der Arzt die Gelegenheit, um zu sprechen, als sie eines ihrer Gebete beendet hatte. Und er sagte ihr, dass er hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala auf ihre Dua antworten würde. Dann sagte er, dass er bemerkt habe, dass sie viel Dua gemacht habe und fragte sie, ob sie etwas brauchen. Die Frau lächelte und sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala all ihre Gebete bereits beantwortet habe, bis auf eine Ausnahme. Sie sagte, sie weiß nicht, warum Allah diese Dua noch nicht beantwortet hat. Der Arzt wollte wissen, was es ist. Sie nickte zustimmend und meinte, dass das Kind in der Krippe ihr Enkel sei und beide Eltern kürzlich bei einem Autounfall gestorben seien. Sie erzählte weiter, dass das Kind eine sehr seltene Art von Krebs hatte und dass alle Ärzte, die das Kind gesehen hatten, es nicht behandeln konnten. Sie sagten ihr aber auch, dass es einen Arzt gab, der sich auf die Krebsart ihres Enkels spezialisiert hatte. Aber es gab keine Möglichkeit für sie, zu diesem Arzt zu fahren, da er sehr weit weg von ihr entfernt lebte. Deshalb verbrachte sie ihre Tage und Nächte damit, zu beten und zu sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr hilft, einen Weg zu Dr. Said zu finden, dem Arzt, der ihren Enkel behandeln könnte. Als er ihre Worte hörte, liefen Tränen über die Wangen des Arztes und er sagte, Subhanallah, es gab ein Problem im Flugzeug, ein Gewitter schlug ein und ich verirrte mich. Und all dies geschah, weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur auf ihre Gebete antwortete, indem er ihnen half, einen Weg zu Dr. Said zu finden, sondern er brachte Dr. Said zu ihnen nach Hause. Ich bin Dr. Said. Mit Tränen über die Wangen strömend, hob die Frau die Hände und sagte, Ja Allah, wie groß und barmherzig bist du. Für jedes Problem, mag sie groß oder klein sein, haben wir die mächtigste Waffe, um den Schmerz abzuwehren, der uns plagt. Es ist die Waffe der Dua. Al-Mujib ist derjenige, der die Gebete seiner Diener erhört. Jeder von uns macht Dua. Aber damit wir die Richtigkeit der Dua verstehen, muss unsere Dua
mit einer gewissen Gebrochenheit im Herzen begleitet sein. Diese Gebrochenheit ist das Gefühl von Not und Gewissheit an Allah und die Erkenntnis, dass es wirklich nur er ist, der uns aus unserem Zustand herausholen kann. Allah hat sich selbst Al-Mujib genannt, derjenige, der auf unsere Dua antwortet. Also müssen wir auch überzeugt sein, dass er antwortet. Manchmal sehen wir das Ergebnis unserer Dua nicht heute und auch nicht morgen. Manchmal dauert es Monate oder Jahre und man verliert vielleicht die Hoffnung. Genau das darf nicht passieren. Vielmehr müssen wir gut von Allah denken. Denn Allah weiß doch am besten, ob die Sache gut oder schlecht für uns ist. Deshalb erfüllt er unsere Dua oder eben nicht. Und vielleicht bekommen wir etwas, wonach wir uns gesehnt haben. Nicht im Diesseits, aber dafür im Jenseits etwas viel Schöneres. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns in einem Hadith, der bei Imam Ahmed steht, genau darüber berichtet. Entweder wird Allah schnell auf deine Dua antworten, oder er wird es für dich bis zum Jenseits aufbewahren, oder er wird etwas Schlimmes abwenden, das dem Wert der Dua entspricht.